Freunde. Mach heute eine kleine Waldtour. Ich wollte euch mit einladen. Das macht wirklich im Moment Freude. Bei dem schönen Wetter einfach mal draußen bei Grün eine Fahrradtour zu machen. Die ganzen Gerüche, die ganzen Eindrücke zu sammeln. Die Sonne zu genießen. Richtig schön. Ja, an sich wollte ich aber trotzdem heute mal das E-Bike in extremen Bergen testen. Was heißt denn in extremen Bergen? Also ich fahre jetzt nicht in ein Gebirge, sondern wir haben hier ein Militärgelände und dort ist, ja, sag ich mal, ein relativ steiler Berg. Und dort wollte ich einmal ein paar Versuche mit dem E-Bike fahren und ausprobieren, wie gut das Ganze klappt. Ich weiß, mit meinem Fischer E-Bike, damals mit den 45 Newtonmeter, habe ich manche Berge tatsächlich trotz Trampeln, trotz voller Motorunterstützung nicht geschafft. Mit dem Puls hatte ich bisher die Probleme nicht. Also, sag mal, 85 Newtonmeter, das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Und das probieren wir gleich mal aus. Solange könnt ihr hier ein bisschen mit mir die Natur genießen, den Sonnenschein. Also es ist wirklich herrlichst hier. Einfach mal so ein paar Eindrücke für die Zuschauer geben, die vielleicht nicht ganz so viel draußen sind oder nicht draußen sein können oder wie auch immer. Aber gerne sehen. Ne? Gehört tatsächlich selber zu der, sag ich mal, zu den Menschen, die sehr, sehr gerne sehr viel Zeit vor den Laptop verbringen. Aber tatsächlich ist YouTube eins meiner, ja, Lieblingsplattformen, will ich mal so ausdrücken. Da verbringe ich doch sehr viel Zeit vor. Wahrscheinlich zu viel Zeit. Aber ist jetzt nun mal so. Und ja, aber ich teile auch gerne meine Eindrücke, die ich halt mit meinem Gerät, mit meinen E-Bikes oder Solaranlagen, womit auch immer, gewinne. Und die Erfahrung, die ich sammle, gebe ich dann halt an euch weiter. So, schalte gleich dazu, wenn ich am Berg bin, und dann schauen wir mal an, wie gut sich das E-Bike verhält. Ich muss eine Sache zugeben, wenn man so hier durch den Wald fährt, es ist relativ eng und relativ, ja, viele Wurzeln sind auf dem Weg. Man ist immer dazu geneigt, schnell mal zu beschleunigen. Also das geht wirklich sehr, sehr schnell. Wichtig ist dabei natürlich auch, dass man trotzdem die Kontrolle noch behält und ja, keinen Blödsinn macht. Deswegen lieber eine Nummer langsamer fahren, gechillter und entspannter, als dass etwas passiert, Leute. So, das ist unser Militärgelände hier, oder ehemaliges Militärgelände. Das ist natürlich, hier ist auch so eine Modellflugbahn. Da lassen die Jungs ihre Helikopter und Flugzeuge steigen. Und ich muss sagen, das ist das Geniale. Also mit unserem E-Bike bist du ganz schnell da, wo du einfach sein möchtest. Ohne darüber nachzudenken, habe ich jetzt dann Bock dahin zu fahren oder nicht. Man fährt einfach und zack, 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 paar Minuten ist man da. Dann möchte man wieder zurück, zack, zack, zack. Dann auch mal wieder zurück. So, hier ist der Berg. Wie man deutlich sehen kann, geht es da ein bisschen höher. Allerdings kann man das als Ganzes nicht zeigen. Ich würde sagen, wir probieren das einfach mal aus. Ne? Das ist das Geniale.
Das schiebt einfach nur. Unglaublich. Unglaublich. Das E-Bike schiebt einfach nur. Gut, das war jetzt im dritten Gang. Was auch wichtig war. Aber es ist einfach erstaunlich. Ich zeige euch mal eben, wie hoch das war. Also dort kann man sehen. Also ganz so steil ging es jetzt nicht hoch. Das war ein bisschen über Umweg, aber in etwa die Höhe ist das, die man mal eben zurückgelegt hat. Also tatsächlich ist es so, mit den 85 Newtonmetern hat man absolut kein Problem da. Wenn man vor einer Herausforderung, vor einem Berg steht, ja, das geht einfach nur nach oben, knallhart, fertig. Ja, wie gesagt, was für mich jetzt noch interessant ist, ist tatsächlich, wie gut der Akku ist. Also ich habe jetzt schon längere Touren gemacht. Ich finde ihn hervorragend tatsächlich. Also ich finde ihn auch sehr sparsam. Aber wie gesagt, man muss mal gucken, wenn der ein Jahr alt ist oder so, wie gut er dann hält und wie gut dann noch die Reichweite ist, wie gut er im Winter ist. Ich sag mal, Motor und Akku, das ist eigentlich A und O bei so einem E-Bike. Und das ist das, was mir am meisten im Moment so, oder mich am meisten interessiert, wie sehr das Ganze auch auf Dauer hält und mir Freude bereitet. Ja, Freunde, das war so ein kleiner Test. Ich werde gleich hier noch die Berge ein bisschen ausprobieren, allerdings ohne die Kamera in der Hand. Und ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank, dass ich mit euch die Eindrücke teilen konnte heute an diesem wunderschönen Sonntag. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, danke für eure Abos und Likes. Hier ist unser Fahrradübungsplatz im Wald. Kann man ein paar Berge ausprobieren. Also macht schon Spaß, muss man sagen.